Boxen für die Situation, dass 5 Monate lang im Landesmuseum die Ausstellung «Wir essen die Welt» gezeigt worden ist. Und es haben viele dazu beigetreten, ich werde am Schluss noch auf das kurz eingehen. Ich möchte euch, wie der Reinhard vollkommen schon gesagt hat, einen kleinen Rückblick geben auf die 5 Monate. Auf die verschiedenen Anlässe, es sind 10 Anlässe gewesen, und verschiedenste zusätzliche außergewöhnliche Situationen, Anführungen, und auf die möchte ich ganz kurz eingehen. Das WMD haben als Fotograf vom Landesmuseum hat uns viele Fotos geliefert. Ich habe auch einige machen können. Und so haben wir die Ausstellung eröffnet am 17. September vom letzten Jahr mit der Außenministerin, mit der Regierungsrätin Aurelia Frick. Sie hat ein Begrüßungsreferat gehalten. Als Außenministerin ist sie auch zuständig für die EZA, für die Entwicklungsthemenarbeit, für die bilaterale, für die multilaterale. Wir vom LED aus sind ja für die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit zuständig. Und wir haben bei dem Anlass dann ein kleines Gespräch geführt. Es ist so gesehen, dass der Leiter Kommunikation von Helvetas, wir haben ja mit Helvetas zusammen die Ausstellung ins Landesmuseum gebracht, der Matthias Herfeld mit mir zusammen und der Peter Ritter als Geschäftsführer vom LED ein kurzes Gespräch geführt über Ernährung, über unser Verhalten, über unsere Konsumgewohnheiten. Und es ist dann noch ein Slam-Poetry-Vertreter da gewesen, der das Ganze humoristisch dargestellt hat. Es ist eine außergewöhnliche Vernissage, nicht so der Rahmen, wie man so immer kennt. Ihr seht, es ist doch gut besucht, besser besucht als heute, als die Finissage. Aber mit dem haben wir eigentlich rechnen müssen, Sonntagnachmittag um 2 Uhr, am Funkensonntag, nachdem es wieder Schnee gegeben hat. Wir probieren heute Abend den Winter auszutreiben. Und die sind jetzt heute alle anderweitig beschäftigt. Aber es geht uns aber darum, dass wir die außergewöhnliche Ausstellung auch gemeinsam abschließen. Wenigstens gemeinsam mit denen, die sie gedreht haben, die immer wieder da gewesen sind. Es ist klar, es ist heute speziell, aber es ist immer so, dass wir eigentlich die Leute angesprochen haben, die schon gewusst haben, um was es geht. Und die Medien helfen uns, Gott sei Dank, das auszutragen. Und man kann dann auch noch drauf. Vor allem die Jungen haben wir ja erreicht.